Effel, was passiert hier gerade? Also wir bauen ein Lüftungssystem sozusagen in den Klassenräumen, damit man im Winter bei kaltem Wetter nicht durchlüften muss, sondern sozusagen, dass man hier beispielsweise wie hier oben einen Ventilator hat. Und diese Ventilatoren sind mit solchen Runden, mit solchen Rohren an solche Bindungsstücke gebunden. Und hier oben über den Dachplatten sozusagen ist ein System, dass dass die Luft an 6 verschiedenen Orten, wir haben hier 6 verschiedene Lüfter, nach oben gezogen wird und dass alles nach hinten geleitet wird an dieses Fenster und davor kommt ein Brett und dass die Luft sozusagen rausgelassen wird, die hier drin ist. Und somit haben wir das, den gleichen Effekt wie beim Lüften, aber brauchen die Fenster nicht offen haben, sondern starten das System, die Ventilatoren arbeiten und alles geht da hinten raus. Und man hat halt diese Platte vom Fenster, die einen dann noch sozusagen warm hält. Was ist da zu sehen? Hier haben die Schüler ihre Kurzskizze der Planungen für unser Lüftungssystem aufgezeichnet. Wir sind praktisch den Raum grob skizziert und die 6 Lüfteranschlussstellen. Die blauen Leitungen kennzeichnen die Elektrik, das heißt, da sind wir mit einer Parallelschaltung einfach nur von Lüfter zu Lüfter gegangen. Das ist nichts Komplexes. Und dann kommen die einzelnen Lüftungskanäle, die natürlich oberhalb der Abhängung gelegt werden müssen. Hier sind wir Kreuzanschlussstellen, wo 2 oder mehr Lüftungskanäle zusammengeführt werden. Und alles wird nachher am Ende geleitet zum hintersten Fenster, an dem ein Brett ist, wo wir den Lüftungskanal rausführen. Außerdem wird durch dieses Brett auch Zuluft geschaffen, die über eine Heizung dann wärmere Luft als sonst gewohnt zuführt. Habt ihr auch über Aromatherapie schon mal nachgedacht? Ja, man könnte natürlich umgekehrt auch die Lüfter betreiben und Vanilleduft hineinleiten.